seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggdadrim, zu einem neuen Let's Play. Zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening für die Nintendo Switch mit dem Zwergenfürst. Ja, ein Projekt, also ja, und ich wollte jetzt gerade sagen, mein erstes Zelda-Projekt auf Zwergenfürst-EP, was nicht ganz richtig ist. Da gab es schon mal eins vor Jahren. Jedenfalls das erste Zelda, The Legend of Zelda Projekt seit Jahren, seit langer Zeit. Ich habe mich mal wieder dran gewagt. Ich habe das Spiel in meinem Schrank entdeckt und ja, ich habe das geschenkt bekommen mal, glaube ich. Ja, ist doch so. Und werde das Spiel jetzt spielen mit euch und lass mich einfach drauf ein. Ich werde bestimmt sehr oft die Komplettlösung benutzen und so, aber ja. Ich werde das auf jeden Fall mal spielen und ja. Wenn ich bei einem Rätsel nicht weiterkomme, dann ja. Zelda. Ich warne schon mal vor, The Legend of Zelda Spiele sind nicht so mein Genre. Das Set gab es bisher auch nicht so wirklich großartig. The Legend of Zelda Let's Plays auf meinem Kanal, da war ich noch nie so begeistert von, so wirklich von diesem Genre. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein und wenn, ja, schauen wir mal, wie weit ich komme, ob ich irgendwann aufgebe oder ob ich mich dann doch drauf einlasse. Los, jetzt müssen wir mal langsam. Los, auf geht's. Wir wählen eine Datei. Ich nehme Datei 1, warum nicht? Automatisch gespeichert, was? Achso, nö. Wähle einen Schwierigkeitsgrad. Normal- oder Heldenmodus. Die klassische Schwierigkeitsgrad, der erlittene Schaden wird verdoppelt. Es erscheinen keine Herzen für fortgeschrittene Spieler. Ach, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange überlegen. Gib deinen Namen ein. Brauchen wir auch nicht lange zu überlegen. Passt doch gerade so. Mein Name ist Zwecki. Wir starten in das Abenteuer. Das Spiel wird weitestgehend blind. Ein paar Trailer und ein paar Teaser habe ich schon gesehen, aber so den ersten Part von dem Let's Play habe ich mal vor, ja, als rauskam, als das Spiel released wurde. Ein Glück, du bist wach. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Maren. Du, also Marin, nicht Maren. Das ist ein anderer Name mit E. Du bist auf der Insel Kokolint. Bist du in Ordnung? Geh den Weg ganz lang nach Süden, um zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Aber sei vorsichtig, dort wimmelt es von Monstern. Vor Monstern. Seit du angespielt worden bist. Ah, ich habe die Monster also auf die Insel gebracht. Und wir spielen hier den kleinen Link, wie in jedem The Legend of Zelda Abenteuer. Bloß hier gerade in einem ziemlich cartoonigen, ein bisschen, ja, chibi-mäßigen Look vielleicht sogar. Die ganze Insel ist hier in diesem kleinen, ja, Spielfiguren-Look. Und Link spricht natürlich nach wie vor, wie in jedem Abenteuer, nicht sehr viel. Der ist nicht sehr gesprächig, aber alle anderen Charaktere sind dafür umso gesprächiger. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Piranha-Pflanze drauf. Was, Piranha-Pflanze? Das ist aber nicht aus diesem Abenteuer. Uff, das sieht noch schwerer aus. Sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht. Ah, meine Kraft wird vielleicht irgendwann dafür reichen. Bestimmt. Oh. Endlich bist du da auf den Beinen. Heiße übrigens Tarin. Geht es dir gut, Zwecki? Was?
Woher soll ich deinen Namen? Woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von deinem Schild. Hier. Du hast dein Schild wieder. Halte R gedrückt, um mit ihm Gegner und Angriffe abzuwehren. Aha. Ja, spinne ich denn? Was fällt dir ein, da herumzuwühlen? Achso, das ist Tarin. Ja, spinne ich denn? Was fällt dir ein, da herumzuwühlen, du ungezogener Kerl? Ja, ich wollte mich doch hier nur umschauen. Ich dachte, das ist mein Zuhause. Scheinbar. Nee, stimmt. Ich bin hier nur zu Gast. Na dann, wollen wir hier mal nicht in der Privatsphäre unsere Gäste herumwühlen. Das wäre doch ein bisschen unerhört. Ich wollte schon gerade was sagen wegen der Ladezeit. Huhn. Aha. Huhnweitwurf. Okay, wir haben ein Schild. Und wir können uns sogar schon einsetzen. Mit der Schultertaste. Klappert, ich klapp. Okay, hier haben wir hohes Gras. Ein wilder Pokémon-Kampf. Leider nicht. Falsches Spiel. Huhn. Huhnweitwurf. Ich werfe erstmal die Hühner quer durchs Dorf. Juhu. Wer bist denn du? Ja, ja. Mir geht's gut. Und dir? Nicht sehr gesprächig, der Link. Sagte ich ja. Hinein da. Hallöchen. Wer bist denn du? Was soll ich sagen? Aber naja, könntest du mich von draußen anrufen? Es scheint Ulrika ist sehr einschüchtern. Einschüchtern ist er nicht. Nur schüchtern. Okay, ja, wir sind. Ja, ich weiß. Wir sind zu schwach. In deren Haus können wir nicht rumwühlen. Ansehen. Ist das etwa ist das eine Halterung für etwas? Es steht Cheap drauf. Ach du Schande. Müssen wir jetzt hier Mario-Items sammeln? Im Spiel. Das gibt's hier gar nicht. Blasphemie. Und das ist natürlich ein Kettenhund. Das ist. Bin ich im falschen Film oder was? Im falschen Spiel. Angelteich. Ah, da geht's also zum Angelteich. Ich weiß, wir sollen zum Strand. Ich schau mich aber erstmal um. In aller Ruhe. So. Zoom kann ich nicht wegwerfen. Und dem Angler reden. Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine pro Versuch. Ich habe doch noch keine Rubine. Tut mir leid, du hast nicht genug Rubine. Aber sei nicht traurig, die Fische laufen hier nicht weg. Bis später. Wir kommen bestimmt noch später dazu. Ihr merkt schon, ich nehme das Spiel sehr, sehr ernst. Kittenhund. Der kann es, glaube ich, nicht so viel. Ich wirf einen Huhn auf den Kettenhund. Na komm du her. Okay, da können wir in den Brunnen fallen. Hallöchen. Ja. Ich habe gehört, dass man Minus drücken kann, um auf der Karte die Insel zu sehen. Und man kann auch durch Drücken von A Sachen mit Pins markieren oder sich mit X an Dinge erinnern. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Aha. So vielleicht. Können wir was markieren? Ja, nicht nötig. Das ist unser Haus, oder was? Angelteich. Unser Haus ist, glaube ich, hier. Da war es.
Haus. Wenn deine Herzen fast leer sind, sollst du schnell eine große Fee finden, habe ich mal gehört. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch ein Kind. Alles klar. Äpfel vom Baum schütteln? Tun wir leider nicht. Wurmpalast. Ich habe schon so viele Mario-Sachen hier gelesen. Dann bin ich jetzt hier schon bei Wurmpalast. Wie ich mich gehabt habe, schon bei Mario 64. Ja. Torunga-Strand. Da wollen wir hin. Das ist ein Torunga-Strand. Strand. Oha. Die greifen uns an, die Monster. Wir sollten aufpassen, dass wir von denen nicht erledigt werden. Wir können es noch nicht verteidigen. Wir haben noch ein Schild. Schild haben wir, damit können wir uns verteidigen. Angreifen können wir noch nicht. So können wir uns verteidigen. Okay, den Busch können wir noch nicht anheben. Oha. Am Strand geht's ab. Verdammt. Wir werden angegriffen. Muss nicht Game Over gehen. Verdammt. Verdammt. Hilfe. Das ist Game Over hier am Strand. Na, schöne Wurst. Game Over. Für den ersten Spielminuten. Na prima. Wachen wir zumindest hier wieder auf. Ah, okay. Wir können die Spikes hier verschieben. Interessant. Ist gut. Ich finde ein Schwert. Oh, eine Eule. Da hat gerade mein Magen gegrummelt. Sorry, ich hoffe, man hat es nicht so sehr gehört. Uhu. Es ist also ein Schwert. Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, um den Windfisch. Den Windfisch zu wecken. Das heißt, man könne die Insel nicht verlassen, ohne den Windfisch aus seinem Schlaf zu holen. Du solltest zuerst nach Norden, in den Zauberwald. In den Zauberwald, also, aha. Das muss ich mir wohl merken. Ein Schwert. Dein Schwert. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, deinen Namen darauf zu lesen. Link. Zweige müsste draufstehen. Schwinge es durch Drücken von B, um ihn anzugreifen. It's dangerous to now go alone. Take this. So sieht's aus. Jetzt kann ich auch richtig angreifen hier. Angriff ist die beste Verteidigung. Das meinte ich vorhin. Und ich kann mich nicht verteidigen. Angriff ist die beste Verteidigung. Wer was anderes sagt, der lügt. Oh, hier haben wir Rubine. Insoweit kenne ich mich auch noch aus. Mit The Legend of Zelda. Das weiß, dass das Rubine sind. Affe greift an. Böse Affe. Aus Affe. 10 Rubine brauchen wir zum Angeln. Aha, das muss ich mir merken. Natürlich können wir noch keinen Stein heben. Das war ja klar. So, okay, hier ist erstmal Sack, dass wie es ausschaut. Hier geht es erstmal nicht weiter für uns. Später vielleicht noch. Hier geht's weiter. Hier können wir auch noch hin. Ins Haus. Oh, ein Krokodil. Erwin heißt er. Willkommen im Bananenhimmel. Ich bin Erwin. Nebenbei sammle ich Dosenfutter aller Art. Naja, ein seltsames Hobby, stimmt. Mein Bruder sammelt alle Zahnbürsten. Das liegt wohl an den Genen. Solange ihr keine Waluigi-Figuren sammelt. Das ist ja hier. Das mit den Mario-Charakteren, das scheint es ja hier durchzuziehen. Das wird ja irgendwann wohl noch auf uns kommen. Ein Kettenhund haben wir auch schon gefunden. Jetzt kann ich euch mal besiegen. Angreifer.
Angriff eliminieren. Schild und Schwert, Schild und Schwert. Nein, nicht die Pokémon-Edition. Die haben wir schon gespielt. Pokémon-Schwert haben wir schon gespielt. Ist vorbei, das Let's Play. So, gehen wir wieder hoch. Okay, dann kommen wir nicht durch. Die Büsche können wir nicht zerstören. Sei der Buschzerstörer. Ah, jetzt können wir Büsche zerstören und da vielleicht ein paar Smaragde, nee, Rubine. Rubine waren es. Ein paar Rubine finden. Also ein paar Ausschnitte des Spiels sollte mir bekannt vorkommen. Das mit dem Zauberwald, da habe ich schon mal was gesehen. Ich kann mich dunkel dran erinnern. Irgendwas in diesem, irgendein Wald gab es da, den ich da mal gesehen habe. Irgendwas habe ich da mal im Netztest oder so, habe ich mir irgendwer hat da mal das Spiel angespielt oder das mal gezeigt, da habe ich das gedacht. Ist lange her. Also wirklich zu 95% blind. Vielleicht sogar zu 98%. Zu 98% kann man sogar fast sagen. Bis jetzt. Das ist natürlich, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann werde ich natürlich auch für euer Bestes, werde ich dann auch irgendwie, hat man gerade meinen Kiefer geknackt. Ich hoffe auch, das hat mich zu sehr gemacht, hat man nicht zu sehr gehört. Ja. Kinder töten. Nee, Spaß. Das machen wir nicht. Kein Hund. Okay, den können wir nicht besiegen. Aufs Gras können wir fällen. Gras fällen. Alles klar, Zwänge. Pass auf, Huhn. Oh, den Huhn können wir wehtun. Ach, armes Huhn. Ein paar Rubine sammeln. 15 haben wir jetzt schon. Und die bringen auch ein bisschen mehr, die anderen. Die blauen Rubine. So, darauf achten, was genau die bringen. Ich mähe mal hier den Rasen. Schau mal jetzt 31, 36, 5. Die blauen bringen 5. Die grünen nur einen. Was haben wir hier? Das ist ein Zaubermuschel erhalten. Zaubermuschel. Wozu die wohl gut ist? Werden wir wohl noch herausfinden. Das Geld müssen wir jetzt bestimmt nicht dann gleich beim Angeln ausgeben. Kann man sich ein bisschen aufheben, wenn wir für Items noch gebrauchen können. Ich glaube 2017 muss ich mal. Ich glaube 2017 muss das gewesen sein. Da ich mal The Legend of Zelda. Und wie hieß das Spiel? A Link Between Worlds, das habe ich mal auf dem 3DS gespielt. Ich glaube, ich habe es privat gestellt. Das letzte habe ich ja privat gestellt, weil es wirklich. Da war mir Rasenmähen umsonst. Herzlichen Dank. In der ersten war die Qualität wirklich beschissen. Und zweitens habe ich relativ schnell aufgegeben. Relativ schnell frustrierend. Hab sehr schnell das Handtuch geworfen und hab dann gesagt, ne. Ich will nicht mehr, und irgendwann habe ich das dann beendet. Das war's, ist wirklich nicht sehenswert. Wir haben jetzt hier. Such nicht da mal nach. Es ist, glaube ich, wirklich privat. Wir haben jetzt hier The Legend of Zelda. Tach, hol dir etwas vom Regal und bring es zur Kasse. Machen wir doch glatt. Was brauchen wir denn? Eine Schaufel für 200 Rubine. 3 Herzen für 10 Rubine könnten wir uns leisten. Schild für 20 Rubine. Wir haben doch ein Schild, oder? Herzteil, okay. So viel haben wir noch nicht. Okay, hier steht jemand. Marin ist es. Hallo! Marin und Tarin. Interessant. Hallo, Tarin ist in den Wald gegangen,
und Pilze zu sammeln. Ich bin aber lieber hier geblieben, um zu singen. Hör doch mal zu. Ich singe jetzt die Ballade vom Windfisch. Wirklich hübsch. Hier ruht der fliegende Gockel. Machst du hübsch, kannst sehr gut hübsch singen. Kannst du hübsch singen. Machst du fein. Natürlich. Also, wen haben wir hier? Madame? Papal. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal und ich glaube, dass du mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Bitte keine Spoiler hier. Sie sehen alle gleich aus, meine vier Jungs. Auch ich kann manchmal nicht unterscheiden. Mein Sohn fragt zurzeit immer nach der Yoshi-Puppe. Das wird langsam too much hier. Schon in den ersten Minuten hier. Ich habe eine in dieser Krankenminate gesehen. Aha, eine Yoshi-Puppe. 1, 2, 3, 4. 4 Betten und 2 große. Wer ist jetzt die Mutter? Also eigentlich müsste es doch 8 sein, oder? Die hat gesagt, die hat 4. Die hat gesagt, die hat 4. Okay. Oder haben die 4 2 Mütter? Oder ist das eine ein Mann? Naja, egal. Was soll's. Hier können wir hier mal ein bisschen Gewächs zerstören. Wir brauchen das Geld, um uns Herzhände zu kaufen und so. So, wir müssen euch mal in den Wald. Das sollten wir mal demnächst mal machen. Sollten wir langsam hinfinden. Und wo ist der nur? Da hinten ist er wahrscheinlich. Wollen wir hier mal angeln? Das glaube ich nicht schlecht. Möchtest du eine Runde angeln? Ja. Es kosten nur 10 Rubine. Ein Versuch? Okay, versuchen wir es mal. Fein, halte A gedrückt und lasse los, um die Schnur auszuwerfen. Je länger du hältst, desto weiter wird sie ausgeworfen. Bewege deinen Köder mit Hilfe von L und an dem erneuten A drücken, wenn ein Fisch anbeißt, um die Schnur wieder anzuziehen. Willst du sie schnell anziehen, drücke A schnell und mehrfach hintereinander. Viel Erfolg. Okay, es wird geangelt. Sehr gut. Ob das sehr gut war, weiß ich noch nicht. Oh, da war ein Fisch. Nicht wirklich. Na komm. Beiß an. Verdammt. Nee, hab ich auch nicht erwartet. Den ersten. Fürs erste Angeln. Na gut. Ganz nach hinten. Weiß nicht, ob das die beste Taktik ist. Die knutschen kurz. Verdammt. Na komm, beiß an. Na komm, und ich zieh dich zurück. Na komm. Dich krieg ich. Nice. Unser erster Fang. Du hast einen kleinen Fisch geangelt. Genau wie du ist er klein, aber voller Kampfgeist. Ich kann nicht mehr lesen. Eine 32,78 cm Sprotte. Steckt sie dir etwas größere Ziele?
Ein Fisch wie der ist, mal sehen, 13 Rubine wert. Na nun, hat der Fisch was im Maul? Ein Herzteil? Du hast den Herzteil erhalten, rufe mit plus das Inventar auf und sieh dir an, wie viele du schon hast. Willst du weiter angeln? Nicht unbedingt. Keine Lust mehr, du kannst jederzeit wiederkommen. Haben wir hier mal ausprobiert.